Das Tischtuch bei Airbus und bei Qatar Airways ist wohl endgültig zerschnitten. Dann haben wir einen Deal mit Condor in der Business Class nach Nordamerika. Den Deal haben wir von Frankfurt Flyer. Gibt Ihnen die Liebe, die Sie verdienen. Abonniert von denen den Newsletter und geht auf deren Webseite frankfurtflyer.de. Wer es nicht kennt. Dann IHG One Rewards. Da gibt es noch 1000 Bonusmeilen pro Aufenthalt bis Dezember, und zwar Skywards Meilen. Wir haben dann vom US Department of Transportation und dem Herrn Buttigieg eine Mitteilung. Es soll eine Art Kompensationsregelung in Bezug auf Rückzahlungen geben. Und da ist die USA jetzt auf dem Weg eventuell zur EU-Verordnung. Und wir haben Berlin, neue Nachrichten, fast 2 Millionen Besucher. In welchem Zeitraum, sage ich euch nach dem Intro. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Heute wieder einige Calls gehabt, danke dafür. Wenn ihr einen Call haben wollt, ein Kunde, hätte ich fast gesagt, ein Zuschauer ist es nämlich, noch kein Kunde, vielleicht wird er Kunde, wollte wissen, wie es mit dem Horn Circle ist, überlegt sich jetzt den Horn Circle zu machen. Dann hatten wir andere Themen, natürlich Firma LLC in den USA, um amerikanische Kreditkarten zu bekommen, relativ augenfreundlich und kostengünstig, da dann richtig Meilen abzusahnen. Aber bevor wir uns wieder verlieren, wie ihr mich kontaktieren könnt, um euch kostenlos beraten zu lassen, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren. Nachdem ihr das gemacht habt, meldet euch zum Stammtisch an. Wir haben Stammtische wie immer. Diesen Monat haben wir München, wir haben Frankfurt und wir haben Berlin. Wir haben aber auch Riga Ende des Monats, 28. wenn ich es richtig im Kopf habe. Helsinki kommt dann auch. Und erstes Thema. Airbus hat die restliche Bestellung der A350er von Qatar Airways storniert. Jo, da hat man jetzt in Toulouse gesagt, wir haben keinen Bock mehr. Und zwar laut Reuters hat Airbus den Vertrag von den noch offenen A350 storniert. Es sind mehr als 20 Flugzeuge, die da zur Disposition stehen, wegen des Lackschadens. Das heißt also im Prinzip, Qatar Airways sagt bei über 20 Flugzeugen, dass sie nicht fliegen. Die Lackschäden sind natürlich da, aber Qatar Airways sagt ganz einfach, dass diese Flotte ein Sicherheitsproblem hat. Und Airbus sagt, nö, das ist Dekorschaden, nur um es euch nochmal zu sagen. Lufthansa fliegt mit dem 350, Finnair fliegt mit dem 350, also wer mit der Eurowings fliegt, fliegt mit dem 350. Und die sagen, das ist gefixt. Also das heißt, ist das jetzt etwas, wo man den Kataris sagen kann, als sie 2015 den Deal gemacht haben, über 1,4 Billionen, also Milliarden im Deutschen, 1,4 Billion, dass deren 350-Flotte zur Hälfte jetzt natürlich gegroundet ist. Ob das ist, weil die ein Cash-Problem haben oder ist das ein wirkliches Problem? Nur, man hat sich vor Gericht getroffen, da ist es ja auch irgendwie 1:1 ausgegangen. Einmal hat Airbus gewonnen, einmal hat Qatar gewonnen bei Kleinigkeiten. Es gibt noch keine richtige Entscheidung. Ist es halt einfach wirklich so, dass man jetzt die A350 aus den Büchern gestrichen hat bei Airbus. Damit sind die halt wirklich raus. Und 19 von der längsten Version des A350-1000 mit über 350 Passagieren ist es halt wirklich so, dass die Flugzeuge jetzt storniert werden. Und damit ist das Thema dann wahrscheinlich durch. Man muss einfach gucken, was die Reaktion war. Die Reaktion an der Börse war 0,41% hochgegangen. Fand ich interessant. Und was auch interessant ist, ist einfach, dass wir den World Cup in Katar haben und dass nicht nur die 50 A321 Neos gestrichen sind, sondern die A350. Was hat es mit dem World Cup zu tun? Ganz einfach deshalb. Die brauchen die Flugzeuge und die haben ja auch einige Flugzeuge nicht abgenommen, die dann weiterverkauft worden sind. Und das hat wohl das Fass zum Überlaufen gebracht. Ja, glaubt ihr, dass das ein Problem ist, dass wenn die 1,2 Millionen Besucher nach Doha zu den World Championships kommen wollen, zur Weltmeisterschaft, oder sagt ihr, das ist einfach, das ist egal, die machen das anders, die haben ja die 380er wieder im Dienst. Also insofern spannend, wie ihr dazu steht.
Ich bin kein großer Freund des Berliner Flughafens, weil die Anreise für mich ja schon beschwerlich ist. Aber im vergangenen Monat sind fast 2 Millionen Passagiere dort abgeflogen oder gelandet. Das sind 700.000 Fluggäste mehr als im Juli 2021. Ja, und der Flughafen, Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, wie es genau richtig heißt, hat ja mitgeteilt, dass in den 7 Monaten dieses Jahres mehr als 10 Millionen Menschen sogar gereist sind und damit bereits mehr als im Gesamtjahr 2021. Bis Ende des Jahres erwartet man 17 Millionen Fluggäste. Vom Vorkrisenniveau ist man aber nach wie vor weit entfernt, weil alleine im Juli 2019 sind 3,4 Millionen Passagiere über den damaligen über Tegel und Schönefeld geflogen. Tempelhof war geil, ne? Also insofern, die Passagiere nehmen den Flughafen an. Entweder sie nehmen ihn an, weil sie ihn mögen, oder sie nehmen ihn an, weil es keine Alternative gibt. So ist das im Leben. Wer von euch kennt den Herrn Buttigieg? Der Herr Buttigieg ist ehemaliger Präsidentschaftskandidat, wollte da Präsident werden. In den USA hat es nicht geschafft und er ist jetzt beim US Department of Transportation und er möchte jetzt die Verbraucherrechte in Amerika stärken. Und das ist das USDOT, Department of Transportation. Wenn ihr also etwas seht, USDOT, dann sind das die Jungs und Mädels, die für eure Rechte zuständig sind. Warum sage ich das? Weil wir haben ja zum Beispiel die EU-Verordnung 261/2004, die uns natürlich je nach Entfernung, aber auch nach Verspätung da von 250 bis 600 Euro verspricht. In Amerika gibt es so etwas nicht. Da ist es etwas anders. Und da ist natürlich auch das Problem gewesen, dass Fluggesellschaften, ja, Kanada übrigens, ist dafür verknackt worden, unter anderem, weil sie das Geld nicht erstattet haben in Corona, wo die Flüge nicht gewesen sind. Und sie haben halt gerade deshalb sehr, sehr viele Beschwerden erhalten, wo die Leute sich halt wirklich über diese nicht refundierbaren Tickets geärgert haben, auch wenn die Flüge nicht geflogen sind. Und Pete Buttigieg hat gesagt, wenn Amerikaner ein Ticket kaufen, also ein Flugticket kaufen, dann sollten sie zu ihrem Ziel oder ihrer Destination sicher, aber auch zuverlässig und in einem angemessenen Preis ankommen. Und die neue angedachte Regel soll die Reisenden schützen und auch denen eine Hilfestellung sein, diese, wenn sie nicht stattfinden, die Refunds, sie nennen es in a timely manner, also was ist eine timely manner? Das ist übrigens jetzt auch wieder so ein Geschwafel eigentlich, ne? Also eine timely manner Zahlung bei uns ist ja 7 Tage laut EU-Verordnung. Also timely manner würde ich dann in den USA auch als 7 Tage sehen. Und das sagt er als letztes, sagt er dazu, was die Passagiere verdienen von den Fluggesellschaften, dass diese ordentlich gemacht werden. Und der Kanada hatte das ja zum Beispiel abgelehnt und sie sind ja dann auch damit bestraft worden. Wenn man jetzt sich die Regelung anguckt, ist es so. Die Regelung soll so sein, dass man auch significant changes hat. Das heißt also eine Änderung des Flugplans, einen Abflug oder Ankunft bei mehr als 3 Stunden oder bei einem Domestic, also bei einem Inlandsflug, mehr als 6 Stunden oder mehr für einen internationalen, nur Moment, 3 Stunden für einen Domestic und 6 Stunden für einen internationalen Flug, so wäre das gewesen. Dann, wenn der Abflug oder Ankunftsort geändert wird, dann, wenn die Verbindungsanzahl geändert wird, wenn das jetzt kommt, wenn die Änderung des Fluggeräts eine signifikantes Downgrade ist und das, wenn, ja jetzt würde ich, Downgrade in Air Travel Experience and Amenities Available on Board the Flight. Also das heißt, sowohl als Experience, also als Erlebnis, aber auch die Amenities, also die Sachen, die dort möglich sind. Beispielsweise, es gibt ja keine Bar oder sowas, aber wenn es in einem Flugzeug eine Bar geben würde, so wie bei Emirates das geben würde, dann natürlich, und es wird keine geben, wäre das signifikant, zumindest in meinen Augen. Das ist das, was man in Amerika ändern möchte und einige anderen. Ich denke mal einfach, natürlich einige Fluggesellschaften in den USA, ich habe ja Kanada immer wieder gesagt, obwohl sie in Nordamerika sind, also in Kanada sind,
und nicht in den USA selber, aber davon Opfer geworden sind, ist es so, dass diese Erstattung einfach, ja, sie haben sie einfach abgelehnt. Und sie haben dann den Kunden eine Art Voucher gegeben, der auch noch dann ungültig wurde nach einer gewissen Zeit. Und das wäre in meinen Augen allerdings, wenn man sagt, eine signifikante Änderung, ist mir zu schwammig. Also viele Dinge sind zu schwammig und man sollte sie da wirklich klarer formulieren, damit sie nicht den Fehler machen, den wir in Europa haben, dass wir die Sachen erstmal durchklagen müssen. Oder auch das Problem, wir haben Kunden zum Beispiel in Schweden oder wir haben Kunden in Deutschland. Wenn der Flug zum Beispiel Deutschland berührt, dann kann man ja auch als nicht, kann man in Deutschland ja klagen. Und das Ergebnis in Deutschland ist relativ klar, weil die Gerichte hier klar sind in Schweden. Das interessiert kein Schwein. Also das ist halt das Problem. Das muss da eine einheitliche Regelung geben. Und deshalb meine ich, dass man in den USA wirklich eine EU-Kompensationsregelung braucht, nach dem Muster von unserer EC 261 2004. Was denkt ihr, wenn ihr nach USA fliegt, macht das Sinn, ist das wichtig oder sagt ihr, ich fliege ja eh mit der Lufthansa, da gilt eh deutsches Recht, weil ich ja in Deutschland abfliege. Spannende Geschichte, würde ich auch mal wissen, wie ihr dazu denkt. Ein Meilendeal. Wer bei Emirates Meilen sucht und SkyMiles buchen möchte, kann jetzt dieses bekommen, wenn er Hotelzimmer bis zum 31. August bucht. Ja, IAG One Rewards Meilen. Und zwar ist dieses Bonusangebot von Emirates Skywards jetzt so strukturiert, dass man, wenn man diese Buchungen macht, dass man sie jetzt im August machen muss und bis zum Ende Jahres der Aufenthalt sein muss. Heißt also, das ist also dieses Angebot gilt für alle IHG-Hotels, also alle aus der Gruppe. Und man kann maximal 15.000 Bonusmeilen damit sammeln. Und das solltet ihr dann tun. Ihr müsst dann allerdings, wenn ihr das bucht, müsst ihr dann bei der Buchung als Rate Preference Emirates Bonusmiles angeben. Und in den Buchungskonditionen, in den Terms and Conditions, also in den Regelungen, steht das auch ganz klar drin. Warum sonst kriegt man es nicht? Es ist halt leider etwas irritierend, weil man wirklich diese Rate buchen muss, um die 1.000 zu bekommen. Allerdings ist es halt wirklich so, es macht nur Sinn, dieses zu machen, wenn das Hotel billig ist. Warum? Ganz einfach, weil sonst kriegt ihr bei IHG mehr Punkte, indem ihr das bei IHG sammelt. Und dann gibt es da noch einige Sachen, die ihr bei den Terms and Conditions beachten müsst. Aber im Prinzip ist es halt wirklich so, dass ihr diesen Rate-Code auswählt und euch merkt, dass ihr das nur macht, wenn die Rate niedrig ist oder ihr sonst sowieso bei IHG keinen Status anstreben würdet, weil sonst wären die IHG-Meilen wesentlich besser. Als letztes haben wir noch einen Deal für euch. Der kommt von Frankfurt Flyer. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch den Blog an, gebt ihnen Liebe, die sie verdienen für ihre Arbeit. Und die haben uns ein Condor Business Class Angebot in den USA beschert ab 649 Euro. Und wie sie natürlich schreiben, ist Condor nicht ohne Grund die beliebteste Ferienfluggesellschaft Deutschlands. Man kann einfach mal gucken, sagt auch Christoph, schreibt auch, dass die Airline wie kaum eine andere diese Urlaubsvorfreude schon an Bord versprüht. Sehr poetisch, sehr viel Poesie. Aber wie ist das Angebot? Und zwar ist das Angebot, seit dem Sommer fliegt natürlich die Condor auch direkt ab Frankfurt eine ganze Reihe von Zielen in Nordamerika an. Dabei sind die Business Class Tarife in seinen Augen erstaunlich günstig. Ein One-Way in die USA bereits ab 649 Euro und Hin- und Rückflug dann für 1.300. Und dann kann man gerne hier auch über 5.000 Euro ein Ticket kaufen. Aber warum? Es ist ja billiger. Er hat hier als Beispiel Frankfurt-Minneapolis genommen, 9 Stunden 45 die Flugzeit, kostet 259,99 Euro anstatt 279, 349 und 649 Euro als One-Way. Vorausbuchungsfrist, keine Mindestaufenthalt, keine maximaler Aufenthalt 6 Monate, Umbuchung 400 Euro zuzüglich Tarifdifferenz und maximal einen Tag vor Abflug muss das passiert sein. Stornierung nur, wenn die Flex-Option gewählt worden ist und dann kann für 150 Euro pro Segment zusätzlich eins gebucht werden. Also wenn das ist pro Segment 150 Euro zusätzlich. Ja, Ziele sind Minneapolis, Baltimore, Boston, New York, Seattle, Las Vegas,
San Francisco, Phoenix, Portland. Also im Prinzip fängt es ab 649 mit Minneapolis an. Baltimore ist auch noch 659 und dann geht es aber höher zu 780 mit Boston, New York für 800, Los Angeles 850 und so weiter und so fort. Schaut euch das an, ist ein gutes Angebot. Kann natürlich dann auch schauen, wer damit sammeln möchte, sammelt bei Lufthansa meist immer keine Meilen. Aber man kann ja natürlich das Ganze bei Alaska Mileage Plan gut schreiben lassen, werden halt 300% der Distanzmeilen gut geschrieben. Und wer sogar einen Status besitzt, so schreibt, er kriegt 425% mehr. Danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV vorbeigeschaut habt. Danke, dass ihr ein Like dagelassen habt, vielleicht uns abonniert habt und vor allem ganz, ganz wichtig, die Notification Bell, also die Glocke angemacht habt und unten kommentiert. Ich freue mich, euch zu sehen bei einem der Stammtische. Ich freue mich auch, wenn ihr einen kostenlosen Call mit mir vereinbart, um eure Fragen zu Meilen, Punkten und Status zu klären. Nichtsdestotrotz freue ich mich, euch morgen wieder zu sehen bei der nächsten Folge von Frequent Traveler TV. So, jetzt bin ich aber fertig und jetzt habe ich die Fernbedienung wieder weggelegt. Also, Fernbedienung aus. Bis dann. Ciao.